Ja, herzlich willkommen zu unserer Vorstellung von Alpa-Scanner. Wir sind einmal vom Software-Teil Clara, Konrad, Luis, Judith und ich, Nick. Dann gibt es in der Hardware noch Leonie, Greta und Marie. Und vielen Dank an unsere Mentees schon mal von Marc, Alex, Jens und Freddy. Das haben wir benutzt. Im Frontend haben wir HTML, CSS, JavaScript und Tailwind CSS in Kombination mit Daisy UI genutzt. Genau, im Backend, also im Server, haben wir einmal Python als Programmiersprache genutzt und SQLite als Datenbank. Die Hardware haben wir auch mit Python programmiert und an den Raspberry Pi benutzt, sowie mit dem 3D-Drucker Teile gedruckt. Wir haben auch Katjes Alpaka-Gummibärchen gegessen und auch sehr viel Mate getrunken. Dann kommen wir nochmal zur Hardware. Dort haben wir einen Raspberry Pi 3 verwendet. Die Hülle haben wir 3D gedruckt, ein paar Widerstände und natürlich noch eine Kamera, und dann haben wir das Ganze noch schön gelabelt und gestickert. Genau, im Backend, hier sieht man nochmal so einen kleinen Teil des Backend-Codes. Ich glaube, jetzt die hier sitzen, können das nicht so gut erkennen, aber für die jetzt gerade online zuschalten, schon. Das ist ein Teil der Datenbank, die ist mit einem ORM geschrieben, und zwar Piwi. Die hat es uns halt sehr einfach gemacht, auf die Datenbank zuzugreifen, ohne wirklich lange Commands von SQL zu schreiben. Genau. Auf der anderen Seite sieht man dann das Frontend oder einen Ausschnitt davon. Das ist, wie schon vorher gesagt worden ist, halt den Ausschnitt, den der User wirklich sehen kann. In dem Fall, das besprechen wir gleich nochmal, aber zum Beispiel kann man da ein paar Knöpfe erkennen mit einer On-Click-Definition. Also da passiert zum Beispiel was, wenn man auf die Knöpfe draufdrückt. Genau. Wie sind wir überhaupt auf diese Idee gekommen? Das Problem, also um zu wissen, wie viele Teilnehmer sich wo befinden und ob alle sich angemeldet haben, führen die Organisatoren und Mentees eine Liste, und jedes Mal, wenn man dann ankommt am Eventort, muss man seinen Namen sagen. Der Name wird in dieser Liste gesucht, dann wird man abgehakt. Das dauert allerdings super lang und die Schlange wird dann immer länger und man muss voll lang warten, bis man endlich reinkommt. Und deshalb wollten wir das lösen und das Problem wollten wir lösen und schnellere Check-ins und Check-outs machen. Und außerdem darf man nur 2 Mate am Tag trinken. Das ist zwar ein bisschen doof, aber damit jeder das einhält, wollten wir auch das tracken. Genau, die Idee war, ein System zu bauen, was man schnell auf- und abbauen kann, sodass man das am Eventort verwenden kann, allerdings auch den Check-in und Check-out im Hostel zu erleichtern. Genau. Und die Lösung war dafür, dass wir ein QR-Code-System bauen und die Mentees oder Organisatoren am Anfang immer den QR-Code einscannen von allen Teilnehmern, die angekommen sind, dann damit die wissen, wo sie sich befinden. Haben wir dann noch eine Administrator-Website gebaut, und am Kühlschrank ist eine Hardware-Teil, bei dem man dann seinen QR-Code scannt, und dann wird der Mate von 2 bis 0 runtergezählt. Genau. Aber natürlich gab es auch ein paar Probleme. Auf einmal natürlich bei der Softwareseite einmal die Datenbank aufzusetzen, in der halt alle Daten gespeichert sind, wer wie viel Mate hat, wer wo gerade sich befindet. Und da muss man halt ziemlich viel überlegen, wie man das gut aufbaut. Zudem, weil man einen QR-Code-Scanner, weil wir den implementiert haben, der Browser will verständlicherweise nicht unsicheren Webseiten Zugriff auf die Kamera geben, aber das haben wir benötigt, um das halt zu entwickeln, weswegen wir nicht so gut auf die Kamera zugreifen konnten. Außerdem, was auch noch problematisch war, wir haben circa gestern Nacht nochmal entschieden, größte Teile des Systems umzuschreiben, was natürlich auch zeitfressend war und ja, nicht ganz so ideal. Und was natürlich auch noch nicht ganz ideal war, war, dass auf der Webseite will man natürlich, dass die Knöpfe gesehen werden, und da waren manchmal so, dass die Knöpfe so halb oder fast gar nicht zu sehen waren. Bei der Hardware hatten wir am Anfang das Problem in der Kamera- und Raspberry-Verbindung,
und auch der des Codes, dass wir es halt erstmal nicht verbinden konnten. Dann haben wir noch versucht, einen Lautsprecher einzubauen, was wir jetzt, wo wir gemerkt haben, dass es zu lang gedauert hätte und weswegen wir es jetzt noch irgendwann anders machen wollen. Dazu kam der Timer oder Counter der Getränke, wo wir die ganze Zeit hin und her laufen mussten, um uns richtig zu kommunizieren. Und beim 3D-Entwurf mussten wir auch noch alle Größen richtig machen, damit alles reinpasst. Ja, unsere Ausblicke sind einerseits die Implementierung bei Jugend-Hackt-Events und den Lautsprecher, den wir halt nicht geschafft haben. Genau, jetzt kommen wir einmal zur Live-Demo. Da müssen wir eben kurz aufbauen für... Genau, so, das ist unsere Software. Das ist sozusagen sehr, sehr gut optimiert, vor allem auch für Handy zum Beispiel und so weiter, damit auch die Mentoren das auf ihrem Handy benutzen können. Jetzt kann man hier einen Scanort auswählen. Wir nehmen jetzt erstmal den Event Location, also dort, wo das Event stattfindet. Das geht nicht, ja. Ey, warte mal, können wir kurz aufs Hostel oder wieder zurück und dann Ding auswählen? Ja. Ah, so, genau, jetzt hat's geklappt. Und jetzt kann man die Kamera oben aktivieren mit einem kleinen Knopf oder unten auf den Scan-Knopf direkt klicken. Genau. Jetzt sollte die Kamera sich aktivieren, genau. Und jetzt sieht man sich selber momentan erstmal. Und jetzt kann man die einzelnen QR-Codes, ich kann sie einmal in die Kamera halten zum Beispiel, also einmal hier, die haben wir ausgedruckt und aus diesem QR-Code ist die User-ID von der Person gespeichert. Wenn man das jetzt in die Kamera hält, dann erkennt die Software diesen QR-Code. Genau, man sieht das hier. Und man sieht hier nun unten in der Liste, dass der kommt normalerweise noch ein Ton, aber jetzt gerade ist der Lautsprecher aus. Genau. Unten sieht man jetzt in der Teilnehmerliste, dass jetzt Judith eingetragen wurde. Jetzt kann man zum Beispiel Luis noch hinzufügen, indem man jetzt einfach Luis in die Kamera hält. Genau. Jetzt sieht man aber, dass der Knopf rot geworden ist, womit man eine Aktion ausführen kann. Diese Aktion bedeutet einfach, dass man den Status, wo die Person sich gerade befindet, ändern kann. Jetzt gerade, weil nur zwei Teilnehmer in dieser Liste drin sind, können sie zum Beispiel jetzt nicht alleine rausgehen, weil sie jetzt theoretisch noch Mentor brauchen, wofür wir jetzt den Mentor Jugendhackt Reisealpaka haben, dass wir jetzt einfach auch in die Kamera halten können. Und wenn wir es getan haben, zack, wird erkannt, dass es auch ein Mentor ist. Und jetzt ist der Transit möglich und jetzt können wir ganz einfach auf den Knopf für den Transit klicken. Genau, und jetzt wurde das abgeschickt und der Status wurde geändert. Genau, jetzt haben wir noch, unten haben wir noch zwei Buttons, einmal die Scan-Location zurücksetzen und die Teilnehmer zurücksetzen. Also wenn man Teilnehmer eingescannt hat und man denkt, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, kann man ganz einfach nochmal von neu anfangen. Und dann haben wir auch noch ein Orga-Dashboard. Da sind wir leider nicht ganz fertig geworden und da gibt es jetzt auch noch, genau, wird das geladen und dort kann sozusagen die Orga dann sehen, wie viele Leute sind gerade vor Ort, wie viele unterwegs, wie viele im Hostel. Und noch ein paar mehr Informationen dann darüber sehen und noch ein paar Sachen einstellen. Genau. Nicht von Anfang an. Dann haben wir natürlich auch noch für unsere Hardware eine Demo. Hier sehen wir einmal die Getränkekühlschränke, wo wir jetzt auch noch sozusagen unser 3D-gedrucktes Gehäuse dran sehen. Und dort dieser Schwarzpunkt, den ihr dort sehen könnt, das ist die Kamera und darüber haben wir drei verschiedene farbige LEDs. Und jetzt werden wir mal einen Personen-QR-Code scannen. Das dauert manchmal, weil man halt den Winkel finden muss, geht aber immer noch schneller als dann sich anzumelden. So, jetzt sehen wir, dass Luis seine erste Mate sich holt. Das Licht ist grün, ist in Ordnung. Jetzt will Luis sich aber noch eine zweite Mate holen, weil er zu viel Koffein braucht. Das orange Licht leuchtet auf. Heißt, das ist seine letzte Mate. Jetzt will er noch ein drittes Mal. Darf er leider nicht. Ich ist ja noch nicht 18 und jetzt weiß Luis auch, dass er die Mate jetzt nicht mehr nehmen darf. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und danke nochmal an das komplette Jugend-Hack-Team und an unsere Mentoren.